dass sie hier sind. Viele Leute, die sehen einen sehr großen Unterschied darin, Metasploit zu benutzen, zu hacken und andere automatisierte Exploit-Tools zu arbeiten. Aber das ist immer noch eine Möglichkeit, ein System sehr einfach und sehr schnell zu analysieren. Gestern und heute haben wir über Software geredet, über Hardware-Fehler geredet. Hardsploit möchte es vereinfachen und diese Vulnerabilities zu analysieren, und zwar auf den Geräten. Manchmal ist es einfach nur darum, das richtige Werkzeug zu haben. Und hier, um jetzt das richtige Werkzeug zu zeigen, sind Julian und Grandolet. Einen herzlichen Applaus. Ja. Vielen Dank. Guten Abend alle zusammen. Es sind viele hier. Es ist eine große Überraschung für uns. Und ich bin ein bisschen viel Stress und ja, lass uns einfach mal anfangen. Mit dieser Präsentation über Hardsploit wollen wir versuchen, das Ziel von dem Projekt zu zeigen, das Ziel, was wir erreichen wollten. Und wir hoffen, dass wir es erreichen werden. Wir werden die Präsentation mit einer Live-Demo beenden und ja, wir mögen es gefährlich zu leben. Also wir fangen aber mit einer kurzen Einführung an über uns. Ich bin ein Pentester bei Softwareprodukten und darum bin ich ein Teil von der GUI vom Hardware-Metasploit. Und ich arbeite mit Julien dran. Julien ist ein Elektroniker und auch ein Pentester, und er ist ein Enthusiast für das Selbermachen von Elektronik, weil es sehr billig ist und weil es sehr gut funktioniert. Und für Hexploit arbeite ich an der Hardware und den grundlegenden Entwicklungen, und ich versuche, die Platine zu entwickeln und den Code für den Microcontroller und den WHDL für das FPGA zu schreiben. Ich hoffe, Sie verstehen, was ein feldprogrammierbarer Gate Array ist. Das folgende Effekt wird benutzt. Der Schnittstelle zwischen Hardware- und Software-Sicherheit ist komplett sehr groß. Und wir können nicht wirklich darüber diskutieren, weil wir lesen viel mehr über die Sicherheit von Software, die jeden Tag repariert wird, im Gegensatz zu Hardware. Und wir denken, dass ein Teil davon ist, dass Hardware nur ein Weg ist, die Software zu benutzen. Und die Hardware ist in der Regel ein Weg, an die Software zu kommen. Und das ist sehr wichtig für das, was im Moment passiert. Ich werde ein paar Sachen, die Sie gehört haben. Sie haben wahrscheinlich von den Internet of Dinge gehört. Und die Dinge, über die wir reden, sind Hardware-Produkte. Das sind Dinge von einem einfachen, intelligenten Kühlschrank oder einem, die gewisse Geräte kontrollieren, die Temperatur kontrollieren. Und ich weiß nicht, warum Sie vor jedem Gerät smart schreiben müssen, wenn es Internet of Things Gerät sein könnte. Und es geht nicht nur um Computer. Die Frage, die wir uns stellen, ist, die sicherheitsmäßig, ist Hardware die neue Software? Wir werden viele Produkte uns anschauen, viele elektronische Produkte, die sich mit einem Netzwerk verbinden, und wir müssen die Sicherheit von denen uns anschauen und analysieren. Und um die Sicherheit von Software anzuschauen, haben wir sehr viele Werkzeuge. Es gibt große Services, große Hilfen. Wenn man sie mit den Hardware-Komponenten vergleicht, dann sieht man, dass dort viel weniger Lösungen vorhanden sind, die implementiert wurden. Und wir glauben, dass das, und es dauert viel Zeit vom Entwickler, zum Beispiel. Einer von unseren Kleinen hat sich gefragt, nachdem er einen Audit-Report von seinem Produkt gesehen hat: Habt ihr geschafft, meine Firmware zu bekommen? Und das war sehr einfach. Wir haben denselben Weg benutzt, den Sie benutzt haben, um die Firmware drauf zu tun. Ja, das stimmt. Und ja,
grundlegend. Wie funktioniert Tartbreaking im Moment? Also jetzt nehmen wir uns mal vor, wir haben ein Ding vor uns, ein Objekt, ein elektronisches Produkt und wir wollen schauen, die Daten, die darauf gespeichert sind, auslesen. Also der allererste Schritt ist, wir versuchen, das Produkt zu öffnen. Manche versuchen heutzutage dagegen zu schützen, dass das Produkt wirklich schwer öffnenbar ist. Aber das ist nicht wirklich die beste Lösung. Wenn jemand wirklich das Produkt öffnen möchte, wird er das können. Der wird dann nicht nur es zurückbauen, wieder funktionsfähig zu machen, aber sie können es auseinandernehmen. Der zweite Schritt, Fingerprinting. Das heißt, wenn man das Ding offen hat, dann kann man wahrscheinlich eine Platine drin finden und da sind viele Komponenten drauf. Und dann muss man nur die ganzen Datenblätter von den einzelnen Dokumenten durchlesen und die interessanten finden. Und dieser Schritt bedeutet einfach, dass man viele Datenblätter lesen muss. Und wenn man herausgefunden hat, wo interessante Komponenten sind, Microcontroller oder Flashchips, dann kann man die benutzen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, das zu machen. Man kann die Komponente ablöten und in einem anderen Gerät sie benutzen, oder man kann sich direkt mit dem Werkzeug, das man benutzt, mit der Komponente verbinden und dort dann eine Analyse durchführen. Und dann, wenn dann mit dem Chip verbunden ist, dann kann man versuchen, auf der Lese- und Schreiboperation durchzuführen. Und wenn man die Daten hat, dann versucht man herauszufinden, was der Prozess macht, um herauszufinden, wo da irgendwelche Fehler drin sind und diese auszunutzen. Das ist unser Grund, das Ziel. Das ist, alle Daten runterzuholen. Und das ist, was wir wirklich machen wollen. Darüber hinaus wollen wir auch noch den vierten Schritt machen. Wir wollen, dass es einfach ist. Und die ganzen Daten, die wir haben, soll jemand, der Datensplitter sieht oder der ein oder zwei Kabel dran lötet, der soll in der Lage sein, das machen zu können. Also das Ziel ist, diese Brücke zu erstellen zwischen der Hardware und der Software. Und in den meisten Fällen wird ein Software-Pentester wissen, wie die Software funktioniert. Aber wenn man ihm eine Hardware gibt, dann ist es teilweise komplizierter. Und das Ziel ist, heutzutage ist es, ein Werkzeug zu erstellen, das diese Brücke darstellt, um eine einfache Methode hat, dieselbe Daten runterzulesen, wie ein Software-Pentester sie auch hätte. Als ich vorher gesagt habe, ich arbeite nicht viel mit Hardware-Zeug und ich sollte in der Lage sein, und jetzt kann ich es auch, mit Silikonkomponenten arbeiten. Silizium-Komponenten. Und das ist häufig nur eine Frage der Dokumentation. Und man muss, das Einzige, was man über Elektronik wissen muss, sind wie man und wo man diese Dokumentation findet. Also, warte mal. Warum möchte man diese Daten kommen? Das ist ein bisschen eine dumme Frage, aber weil da natürlich sind viele interessante Informationen in dem Arbeitsspeicher. Ein Microcontroller, man kann den Passwörter vielleicht darin finden. Das ist, ich finde es in einer Sticky Note unter einem Computer, unter dem Post-it, dem Passwort unter der Tastatur. Und man kann das Filesystem und die Firmware finden, so die Software, die darauf läuft, Dateien, die da drauf sind. Und manchmal kann man auch nur wissen, das Ding, was man da gerade gekauft hat, ist vielleicht, vielleicht auch, was es macht. Also wie kommt man an eine elektronische Komponente kommunizieren? Man braucht einen von diesen Bussen. Also hier sind eine nicht komplette Liste von den Bussen. Wir haben den SPI und I2C und JTAG und je mehr Busse unterstützt werden, desto mehr können wir mit unterschiedlichen elektronischen Komponenten kommunizieren. Und das ist, was unser Werkzeug machen möchte. So, vielleicht fragen Sie sich, ich weiß ein paar Werkzeuge, die existieren und die können dasselbe machen, einige Aspekte machen. Und einige Leute fragen uns diese Frage und wir haben einen kleinen Überblick über die existierenden Werkzeuge gemacht, zum Beispiel der Bus Pirate oder der JTAG Auditor. Das sind auch gute Werkzeuge und wir benutzen die auch, aber weil wir sie benutzen, wissen wir,
was sie können, aber auch was sie nicht können. Und wir haben uns sie uns angeschaut und haben uns davon inspirieren lassen. Zum Beispiel haben wir den Parallel Bus, also die parallelen Speicher, und wir fokussieren hauptsächlich an Modularität. Unsere sind basiert, die meisten sind auf Microcontroller basiert, aber wir benutzen auf einem FPGA und da kann ein VHDL-Software drauf laufen, um die Funktionalität zu verbessern. Wenn ein neuer Verbindungsbus erstellt wird oder veröffentlicht wird, dann können wir das potenziell dazufügen. Hier seht ihr eine kleine Kommunikationsfolie, wie Hartzploit mit der Hardware interagiert. Wir starten mit dem Eingabe-Ausgabe-Level, das GUI, welches mit Ruby entwickelt wurde. Das Interface kommuniziert mit der API und Hartzploit ist dann mit USB 2.0 zum Computer verbunden. Und dann kann Hartzploit den Mikrocontroller benutzen, um mit dem FPGA zu kommunizieren über den SPI-Bus. Und dann macht das FPGA macht dann die große Arbeit. Das ist die Komponente, die mit allen Bussen arbeiten kann. Mit diesen mit den kompatiblen Bussen kann das FPGA nun sprechen und so mit der Zielhardware kommunizieren. Ihr seht die möglichen Interaktionen, lesen, schreiben und Kommandos ausführen. Und ja, was ihr halt möchtet. Wenn ihr ein entsprechendes Modul in FPGA programmiert, dann könnt ihr auch mit anderen neuen Dingen kommunizieren, die es jetzt noch nicht gibt. Wenn ihr VHDL könnt, dann werdet ihr halt neue Hartzploit-Module erstellen können selber und das in das FPGA laden. So, ein Prototyp. Wir haben einen Prototyp erstellt. Wir haben eine kleine Firma. Darum ist das Ganze etwas low-budget. Und für unseren ersten Prototypen haben wir einfach ein PCB gekauft. Hier seht ihr Duct Tape und Lochrasterplatine. Und wir haben versucht, mit Lötpaste auf das PCB, also mit einer Schablone, die Lötpaste auf das PCB gebracht. Und danach muss man nur den FPGA oder Mikrocontroller und so weiter manuell platzieren. Und so könnt ihr euer eigenes Board produzieren. Das benutzt etwas Genauigkeit. Das FPGA zum Beispiel hat 64 Pins, die sehr nahe beieinander sind. Es sind 44, Entschuldigung für das. So, der zweite Schritt ist, man hat die Komponenten mit zum Beispiel der Pinzette platziert und der Lötpaste. Dann kann man diesen leicht modifizierten Ofen benutzen, um die Lötpaste zu schmelzen. Und also ja, hier ist es ein klassischer Ofen, also wie ihr auf dem Bild seht halt. Also es ist nicht perfekt, aber es funktioniert. Aber im letzten Schritt müsst ihr dann die Türe öffnen und gut lüften. Und ja, das nennt man Reflow-Löten. Das ist jetzt die erste Vorversion des Prototyps. Wir haben ihn Green Goblin genannt, unser großes Baby. Es hat 64 GPIOs, also Input, General Purpose, Input, Output. Und ja, an Weihnachten hat Julien den Prozess etwas optimiert und jetzt
mit etwas mehr Budget haben wir ein effizienteres Tool gekauft, eben eine Schablone, welche die Lötpaste automatisch auftragen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, eine Pick-and-Place-Maschine, welche die Komponenten automatisch platzieren kann. Also so, das ist jetzt zum Beispiel auch viel einfacher, wenn man halt 64 LEDs platzieren will, dann geht das jetzt viel einfacher. Auch haben wir jetzt einen richtigen neuen Reflow-Oven. Und also es funktioniert jetzt ziemlich gut für unsere Hardware. Das Resultat ist die schlussendliche Version des Boards, des PCBs. Es ist natürlich kleiner. Wir haben 64 GPIOs, wie bereits gesagt. Es ist LID für jeden Pin. Damit kann man sich mit der Zielhardware verbinden zwischen 3,3 und 5 Volt. Und wir brauchen einen Zyklon 2 FPGA für die Kommunikation. Und wir haben auch Schutzschaltungen, zum Beispiel gegen ESD, also elektrostatische Entladungen. Ja, wie ihr seht, das Ganze ist etwas größer als euer USB-Stick. Aber ja, ich lege es mal hier vor die Kamera, damit ihr es seht. So, es ist nicht so groß, aber... Ja. Wie ist das Ganze jetzt organisiert? Was kann Hartzplaut? Man kann die Hartzplaut mit der Zielhardware verbinden. Dann könnt ihr in Hartzplaut eine Liste von Komponenten erstellen. Zum Beispiel halt nach Komponenten suchen, sie selber erstellen. Dann habt ihr einen Befehlsteil, mit dem ihr Befehle geben könnt an die Hardware. Und einen Interaktionsmodul, wo ihr die Buslisten zum Beispiel findet, also die Liste von Bussen, mit denen man sprechen kann. Und das GUI habe ich die Qt Library benutzt mit Ruby und dann habe ich das in drei Teile unterteilt. Zum Beispiel ein Chip-Management, das eure Komponenten managen kann. Dann Verbindungsmanagement und ein Befehlmanager, der Befehle erstellt. Diese klassisch, relativ klassisch. Und der sieht ungefähr so aus. Das ist ein Beispiel in der Mitte, das erste Fenster, das geöffnet wird, wenn man einen Exploit startet. Wir haben eine Tabelle mit den unterschiedlichen Komponenten. Und der aktuelle Chip, wenn man mit diesem speziellen Chip arbeitet, dann wird er in dem Baum auftauchen, auf der linken Seite. Wir haben mehrere Optionen, zum Beispiel Serial, man kann die Komponente editieren, um eine neue Version davon zu erstellen, man kann es löschen. Und dann gibt es auch eine Option, mit der man es managen kann. Da kann man die ganzen Busse, die damit kompatibel sind, sich anschauen. Der Komponent benutzt zum Beispiel ein I2C-Bus, ein I2C oder I2C-Bus. Und man kann die Einstellungen zu diesem Bus benutzen im Kommandomenü. Dann kann man auch Einstellungen importieren oder exportieren. Oder und auf der rechten Seite sieht man, wie es aussieht, wenn man ein neues Komponent erstellt. Wenn man ganze Informationen über das Komponent sammelt, über die Spannung und den Hersteller und den Datum und diese ganze Information, die benötigt werden, man kann sie in der Regel in der Datenblatt der Komponente finden. Der letzte Teil ist den Pin-Table und wir haben für diese Komponente 8 Pins und wir benutzen nur Pins 4 und 5 und 6 und wir können sehen, dass das über I2C funktioniert und wir können das Signal über
dem Bus zu diese, über diese Pins anlegen. Okay, der wichtige Teil ist das zusammen das Wiring-Modul. Da kann man das Ziel zu Hardsprite verbinden. Und ich sehe keine Farben und ich mag es nicht, das blaue und das rosane Kabel zu machen. Wir benutzen Buchstaben, nee, LEDs. Und hier ist die Daten, das Datenblatt-Idee. Und wenn man das Exploit geschrieben hat, dann kann man die LEDs benutzen und es zeigt eine Idee, eine Repräsentation des Komponents und da hat man die PIN-Nummern, 5 und 6 in diesem Fall, und wenn man jetzt was anschließen möchte, dann muss man nur darauf klicken und wenn man darauf klickt, auf diese Pins, dann wird automatisch die LEDs einschalten, die entsprechenden LEDs auf dem Board anschalten, dass man weiß, wo man diesen PIN anschließen muss. Für jeden Pin hat man eine LED, die man anzeigen kann, um zu zeigen, wo man diese Kabel anschließen muss. Ich weiß nicht, ob man vielleicht bei anderen was anderes nehmen möchte. Teilweise ist es sehr langweilig, die richtigen Punkte zu finden. Und manchmal ist es sehr kompliziert. Wenn man dann den Chip mit MOSI verbinden muss und wenn man keine Ahnung hat, warum. Wir versuchen, diesen Schritt so einfach wie möglich zu machen. Okay, jetzt möchte ich das überspringen, wir werden das später sehen. So, die API, die Programmierschnittstelle, man kann es ganz frei benutzen. Wenn man nicht unsere GUI benutzen möchte, dann muss man das auch nicht. Man kann seine eigene Oberfläche erstellen und die API mit den eigenen Programmen benutzen. Es ist offen, relativ gut dokumentiert, also macht es einfach. Okay, was ist jetzt schon vorhanden? Wir können mit Parallelbussen arbeiten, in Happy Wire haben, wir können einen I2RC-Bus benutzen, wir können einen SPI-Bus benutzen, wir arbeiten mit dem SWD mit JTAG und wir können auch 64 GPIOs benutzen für verschiedene Bitbanking-Modelle. Und was wir für die Zukunft machen wollen, zum Beispiel die Komponenten- und Command-Sharing-Plattform. Bei Software kann man die ganze Webseite haben, wo die ganzen Code-Beispiele vorhanden sind. Man kann sie runterladen und in den Werkzeugen wie Metasploit benutzen. Und ich möchte genau dasselbe für Hardsploit haben, dass man die Komponente herunterladen kann mit diesem Befehl und die automatisch in dem eigenen Software integriert. Wir wollen UART-Module haben, RS-232 und SPI-Sniffing und kabellose Kommunikation, zum Beispiel WLAN oder Nordic. Metasploit-Integration auf, natürlich. Einfach ein Modul bei Metasploit startet und man Hardsploit damit benutzen kann, daran arbeiten wir schon. JTAG Pinout Finder, das ist eine Sache, die wir benutzen wollen. Und Moment, wenn die Live-Demo ein bisschen problematisch sein könnte, zeigen wir einen sehr klaren Fall mit Hardsploit. Und lass uns das einfach mal vorstellen: Wir haben eine Tür, die ein elektronisches Türsystem benutzt. Wir haben einen PIN-Code, den wir eingeben müssen, A, B, C, D, also vier Buchstaben. Wenn die Kombination richtig ist, dann geht die Tür auf und wenn die Kombination falsch ist, dann bleibt die Tür zu. Und wir öffnen sie und finden diese Platine, okay? Wenn wir die Platine sehen, es gibt vier Knöpfe, ein B, C, D und den schauen wir uns an, was da drauf ist. Wir sehen einen SPI-Speicherchip. Zwei I2C-Speicherchips und einen Microcontroller. Und können beschließen, ob wir eine Online- oder Offline-Analyse machen. Wir wollen die Komponenten ablöten oder wollen wir die direkt mit Kabeln verbinden. Das kann sich jeder selber aussuchen. Und das ist das Szenario. Wir öffnen Hardsploit, wir erstellen den Komponenten, wir connecten den Komponenten mit Hardsploit, wir ändern die Einstellungen für den Komponenten. Wir
laden die Firmware runter von den Speicherchips. Wir schauen, was wir damit machen können. Okay. Also zuerst können wir mit dem I2C-Bus. No, that's not top at all. Oh, nein, das ist nicht das. Okay. Okay. So, dann starten wir mal Halsblatt. Der erste Schritt ist Fingerprint, also Komponente suchen. Und glaub mir, auf dem Board habt ihr einen Speicher irgendwo. Wir starten mal damit. Und in Flagranti haben wir zwei Speicher erwischt. Und ihr seht jetzt, jetzt müsst ihr halt herausfinden, welches Protokoll ihr benutzt, um den Speicher anzusprechen. Dazu klickt ihr einfach zuerst auf dieses entsprechende Memory-Bauteil im Hardsploit, und da habt ihr eine Funktion, um den Bus zu scannen. Und danach habt ihr eine Liste mit allen möglichen Adressen. Also das ist sehr interessant, weil wir jetzt einfach mit zwei Klicks sehr viele Informationen erhalten haben, wie viel Speicher wir zum Beispiel verfügbar haben. Findet ihr auch irgendwo auf dem Board, aber so müsst ihr nicht durch alle Datenblätter graben, sondern ihr findet das viel schneller. Und ja, vielleicht könnt ihr halt einige Leitungen noch weglassen oder sagt euch, dass ihr noch Leitungen mehr braucht. Für die Demonstration haben wir gesagt, dass es A2 und A3 ist. Und ja, die Daten sind alle im Speicher, glaubt mir. Und wenn ihr das herunterladen wollt, dann braucht ihr das Datenblatt mit der Größe des Speichers zum Beispiel, wo genau das ihr lesen müsst, welche Parameter ihr geben müsst. Ist zu kompliziert, das braucht man jetzt nicht mehr. Man klickt einfach auf lokalen Export und wählt. Ja, wir können dasselbe benutzen, ersetzen. So, dies ist nun ein Dump, also ein voller, die ganze Firmware binär heruntergeladen. Jetzt klickt man einfach auf das File und ja, jetzt kann man das halt mit dem präferierten Hexeditor-Tool anschauen. Für die Demo ist es jetzt FF. Oh, was ist das? Ein Passwort. Oh. So, it's true. Ja, also es ist wahr, im wahren Leben kann das vorkommen. Da könnt ihr heikle Daten wie das einfach offen finden in der Firmware. Das ist jetzt für die Demo halt. Und jetzt könnt ihr dieses Passwort benutzen, um die Türe zu öffnen. Das Ziel danach ist zum Beispiel, dass wir das Passwort ändern könnten und am besten noch online. Ja. Erster Schritt, wir prüfen mal, ob dieses Passwort tatsächlich das richtige Passwort ist, ACDB. Ja. Also, jetzt probier nochmal. So. Es tut immer noch nicht. Wo ist das Board? Na, es ist nicht so einfach. Das Passwort ist ACDB. ACDB. Enter. Und ja, natürlich geht jetzt die Türe auf. Ja, es ist eine Demo. Natürlich ist es einfach. Aber ja, jetzt werden wir das Passwort ändern und das Ganze nochmals versuchen. Also, ja, ihr könnt jetzt zum Beispiel das Passwort auch ganz wegnehmen und damit den Isle of Service machen. Wenn ihr
irgendetwas da einfügt, das man gar nicht tippen kann mit dem verfügbaren Keyboard, dann könnt ihr das ganze Ding halt den Isle of Service attackieren. Um das Passwort zu ändern, könnt ihr jetzt den ganzen Inhalt auslesen, ändern mit eurer präferierten Software und das Ganze dann wieder hochladen. Ja, das vielleicht können wir auch etwas Kleineres machen, also nur einen Teil des Memories verändern, wo man nur diese vier Characters halt ändern kann mit einem eigenen Kommando. Also ja, jetzt haben wir halt eine Handvoll Kommandos vorbereitet für unsere Demo heute. Also heute können wir das Passwort mit diesem Befehl da ändern. So, damit ihr halt auch seht, wie das mit diesen Kommandos funktioniert. Ein Kommando ist einfach ein Name und die Bytes, die ihr da in diesem Array seht. Und alle diese Komponenten haben wir im Datenblatt. So, also jetzt wollen wir das Passwort ändern, wenn das Kommando schon erstellt wurde. Müsst ihr es jetzt einfach nur noch ausführen. Ihr seht, ja, jetzt kommt ein Acknowledge zurück. Und ja, um sicher zu sein, dass wir das Passwort tatsächlich geändert haben, lesen wir es jetzt nochmal aus und verifizieren, ob es tatsächlich geändert ist. So, Replace, ersetzen. Vollständiger Export, okay. Ja, es ist nicht ganz am Anfang. Okay, da. Da sehen wir, dass das Passwort geändert wurde. Der nächste Schritt ist ausprobieren, ob das Passwort jetzt tatsächlich funktioniert. Jetzt gehen wir da wieder zurück auf das Board und benutzen jetzt BBCC. BBCC. Okay. Natürlich. So, also das Ziel ist, ja, mit ein paar Kommandos, mit ein paar Klicks könnt ihr das halt an eurer Hardware rumhacken und das erleichtert die ganze Sache halt sehr. Ihr könnt halt eure eigenen Skripts schreiben, das könnt ihr natürlich auch schon jetzt, aber jetzt im Hardsploit ist es einfach zwei Klicks. Und das ist natürlich, ja, ich denke, das ist ziemlich cool, einfach mit zwei Klicks mal rasch was anpassen. Ja, ich denke, das ist okay für diese Art von Speichern. Wir machen jetzt eine Demo mit dem SPI-Protokoll. Wenn ihr, ja, so das nächste. Ah, jetzt machen wir erstmal alles zu, damit es sicher keine Probleme gibt. Ich werde ein weiteres Kabel anschließen, wenn ihr es erstmal gesehen habt. Einfach. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung. Der erste Schritt ist derselbe. Wir ändern die Kabel. Um sicherzustellen, dass alles in Ordnung richtig ist. Genau dasselbe. Natürlich, wenn man zwei Kabel hat, dann ist es sehr einfach, die Kabel reinzustecken. Wir haben fünf Kabel jetzt. Das ist nicht sehr kompliziert, aber nicht einfach, aber auch nicht kompliziert. Um sicher zu sein, überprüfen wir die ganz einfach nochmal. Wenn man jetzt da hinklickt, wenn wir jetzt auch mal die Kamera haben, ich weiß nicht, ob Sie das sehen können, hier haben wir die Pins auf dem Sprite und wir klicken drauf und hier sieht man, dass dieser Pin hier angeschlossen werden muss. Und dann muss man das einfach für die anderen Pins genauso durchführen. Und dann funktioniert das. Wir können es aber gerade nochmal testen.
Okay. Ja, es scheint alles zu funktionieren. Ja, lass uns weiter anschauen. Wir haben genau dieselben Befehle. Okay. SPI ersetzen. Exportieren. Wir sehen, dass das im Hintergrund gezeigt wird und es sagt, ja, ich bin fertig. Und dann kann man sich das öffnen. Oh, schon wieder ein Passwort. Also, diesmal am Anfang der Datei. Wir können die nochmal ausprobieren, sicher zu sein, aber bevor wir da was ändern können, ist im Endeffekt genau dasselbe, möchte ich euch zeigen, dass es funktioniert. Also einfach mal den Befehl zeigen. Für SPI. Wenn man einen Flash-Chip hat oder sowas, dann muss man ein Write-Enable und senden. Und dafür muss man einfach hier klicken. Das ist Schreiben enablen, bevor man schreiben kann. Und zuallererst ermöglichen wir das Schreiben. Das ist hier eine Tabelle. Und jetzt können wir auf das Speicherchip schreiben. Das ist das Bit, um das zu ändern. Wir haben diese Informationen auf dem Datenblatt. Verändern wir die? Okay. Wir sehen, dass wir hier 66, das ist der Buchstabe B. Und um sicher zu gehen, lesen wir nochmal. Okay. Okay. Ah, jo. Perfekt. SPI funktioniert auch. Ja. Ist genau dasselbe. Man kann das Passwort ausprobieren und es ist jetzt wieder dasselbe. Und man kann auch versuchen, 6 Bytes zu lesen oder 10 Bytes zu lesen oder so, dann kann man ein eigenes Befehl erstellen. Das ist sehr einfach, wenn man das häufig benutzen muss. Okay. Der nächste Schritt. Wir haben einen Microcontroller. Vielleicht können wir die Firmware von ihm herunterladen. Wir kennen alle das SDWR-Protokoll, ja? Und es ist ähnlich zu JTAG, aber für ARM-Prozessoren. Also es ist leicht abgeändertes Protokoll, das ist sehr gut dokumentiert. Und für das JTAG SWD muss man das Komponente nicht erstellen, sondern es ist ein einfaches Menü. Und es sagt 4 Optionen: Detect, Export, Import, Export und Löschen. Zuerst müssen wir schauen, ob alles richtig angeschlossen ist. Dafür klicken wir auf Detect. Und im Hintergrund die Firmware geladen, dann wird es ausgeführt. Und wir haben hier einige Informationen. Im Moment sind es einfach nur SDWG-Modul für Hardsprite. Und im Moment hat man die ganze Information vom Ziel hier. Und später kann man die Komponenten aus den Inhalt auslesen. Wenn man das Datenblatt über von dem Chip liest, muss man nur diese Information, diese Adresse mit dieser Größe lesen. Und man kann die Größe direkt vom Microcontroller lesen. Also super. Es ist automatisch. Ein automatisches Werkzeug, weil es das Protokoll benutzt. Und da sind die ganzen Informationen drin, die benötigt werden, um den Flash auszulesen. Wenn man nur JTAG anschließt, um sicherzustellen, dass alle Kabel richtig sind und danach die Daten importiert oder exportiert oder herunterlädt, einfach mal die Daten herunterladen, also wie zuvor. Dann suchen eine Datei aus.
Firmware.bin. Jupp. Drunter. Okay. Jupp. Und wieder. Hier haben wir die Firmware auf dem elektronischen Schloss. Ohne irgendwelche Leseüberwachung. Leseschutz. Wenn wir die auslesen können, auch in Read-Only. Ne, selbst vom Microcontroller. Aber in der meistens kann man die Firmware einfach so auslesen. Aber bei OpenOCD ist es ein sehr gutes Werkzeug. Dann brauchen wir einfach ein Framework, wo die ganzen Werkzeuge zusammenarbeiten. Und dafür haben wir Hardploid exportiert. Wir wollen ein Werkzeug für mit zwei Klicks für 1.2.10 und zwei Klicks für SWD. Ich bin ein Experte für Hardware-Hacking und ich brauche und ich muss nicht meine Zeit damit verbringen, nur eine Brücke zwischen der Hardware und der Software zu erstellen. Und jetzt in wenigen Minuten kann ich den ganzen den Inhalt auslesen. Jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, was dort passiert, das zu reverse-engineeren. Dafür haben wir dieses Werkzeug erstellt. Wir benutzen das inzwischen täglich. Wir haben eine String hier unten, in dem serielle Kommunikationen stehen und kann ganz den Inhalt lesen. Man kann eine Hintertür einbauen, wenn man das möchte, eine Firmware danach modifizieren möchte. Wir haben eine Checksum-Kontrolle. Das ist kein Sicherheitsfeature, so kein wirkliches Problem für uns. Und wir löschen den ganzen Firmware-Inhalt und wir lesen nochmal und schreiben die Firmware erneut wieder drauf, um zu zeigen, dass man die Firmware runter- und hochladen kann. Sehr einfach auf dem Ziel mit ein paar wenigen Klicks. Also, wir löschen den Inhalt. Sind Sie sicher? Ja, wir sind uns sicher. Lass uns das einfach machen. Okay. Nein, nimm jetzt das Passwort eingeben möchte bei der Tür, dann wird das einfach nicht funktionieren. Wir können, wenn man das zeigen könnte, ja. Wenn ich jetzt irgendwo drauf drücke, dann passiert nichts, kein Licht. Natürlich, die Firmware fehlt, ich weiß nicht, was es machen soll. Und jetzt importieren wir die Firmware wieder. Und vielleicht sollten wir die Firmware, die wir behalten, ändern. Den Namen. Einfach den auswählen. Okay. Hardsploit schreibt die Firmware. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Es startet neu. Wenn ich jetzt auf die Knöpfe drücke, dann sieht man das Licht wieder. Also ist alles perfekt. Das Schreiben funktioniert. Mit einmal klicken und eine Datei in 2 Sekunden. So, of course, thank you. You can have a lot of fun. Man kann sehr viel Spaß damit haben. Hier ist ein sehr bekannter Router. Links ist Router. Links ist benutzt zum Beispiel. Man schaut, es öffnet ist, man schaut, was da an Quellcode in Sachen drin ist, dann sieht einen Speicherchip, der den Parallelbus benutzt und ist immer gleich aufgebaut. Man löst es ab, man löst es auf der eigenen Platine wieder auf. Man hat eine eigene Platine erstellt. Das Problem ist, wir sind sehr, sehr klein, da ist es ein bisschen schwer, da die Kappe dran zu löten. Das ist jetzt die Kabel einfach so ein bisschen schwer dran. Und wenn man eine eigene Platine macht, dann kann man einfach diese benutzen. Als elektronischer Ingenieur ist es nicht kompliziert, so eine Platine zu machen, aber für einige Hobbyisten oder Leute, die es einfach nicht sich darüber auskennen, die können einfach schon einen vorhandenen Socket benutzen, ohne da irgendwie daran löten zu müssen. Jetzt, wo Sie verstehen, warum wir 64 Pins haben, weil beim Parallelbus braucht man viele, viele Verbindungen. And if you want to put this wire, und jetzt dieses Kabel verbinden wollen,
Wenn Sie Herzfeld benutzen für jedes einzelne Kabel, das wird immer sagen, sehr interessant, wenn man ungefähr 60 oder 64 Kabel verbinden möchte. Wir konnten den Inhalt herunterladen. Das ist genau derselbe Prozess, den wir vorhin gesehen haben. Und ich glaube, es war OpenWRT-Firmware. Keine Ahnung, wie die da drauf gekommen ist. Also wir werden es jetzt nicht mal vorführen, aber es ist im Endeffekt genau gleich. Heute ist kein Reverse Engineering Talk und darum erklären wir das jetzt nicht. Es ist nicht wirklich die Firmware, sondern das SquatchFS. Nur das Filesystem. Wir mussten es wieder neu mounten, aber das ist relativ einfach. Das ist offene Firmware, also ja. Nicht sonderlich interessant, sich das anzuschauen. Es ist hauptsächlich zum Testen. Also reine Demo. Und damit sind wir fertig. Und wenn Sie jetzt noch mehr darüber erfahren wollen, über das Projekt und uns folgen wollen, dann können Sie auf die Webseite gehen. Wenn Sie noch Fragen haben, dann stehen wir für die jetzt gerne zur Verfügung. Danke. Yes. Ja, vielen Dank für die wunderbar interessanten Vorträge. Die Demogods waren bei uns. Viele Live-Demo-Zeit. Und sind da irgendwelche Fragen in dem Publikum? Ja, ich sehe eine Frage da drüben. Bitte zum Mikrofon gehen und ja, 64 Input-Bits kann man auch eine externe Uhr an dem Netzspannbus zu machen und das dann auf dem PCB damit in dem internen machen. Für Parallel haben wir einen asynchronen Modus. Also muss man einen Clock nicht unbedingt verbinden. Aber wenn du willst, dann kannst du auch eine eigene Firmware schreiben und den Clock von deinem System benutzen. Dann musst du aber den Clock halt hinausführen, sodass man ihn vom FPGA generieren kann. Also einfacher gesagt, es ist im Allgemeinen einfach asynchron. Und man generiert die Adresse und es funktioniert ganz gut. Welche Clock Rates können wir das benutzen? Welche Geschwindigkeiten vom FPGA? Es gibt noch keine Beispiele dafür, aber es geht um die Verzögerung, wie lange die Signale von A nach B brauchen. Bitte verlassen Sie den Raum leise, wenn ihr wirklich den Raum jetzt schon verlassen müsst. Es gibt eine Frage aus dem Internet. Ja. Ja, hier hinten. Können Sie etwas darüber sagen, über die Unterschiede zwischen Herzblatt und eventuell in einem anderen FPGA-Entwicklungskit, zum Beispiel im Cyclone-Starter-Kit mit einem Erweiterungsboard? Wir haben dasselbe FPGA, also ja. Natürlich, wenn man meine Firmware hineinsteckt, dann verhält es sich gleich, ja. Aber vergesst nicht, man muss das FPGA programmieren. Dafür kann man Blaster zum Beispiel benutzen oder ein externes Werkzeug, Tool. Hier brauchen wir nun einen Mikrocontroller, der das externe Memory speichert, also der den Bitstream in einen externen Speicher schreibt. Wir haben so eine große Brücke zwischen dem FPGA und dem Rest und so und dem Graphical mit dem GUI. Also wir haben das GUI, die API und dann die Kommunikation mit dem Mikrocontroller und dann das Ganze kommuniziert zum FPGA und im FPGA, ja, da haben wir zwei Module, den Herzblattkern, der halt die Kommunikation mit dem Mikrocontroller managt. Und jetzt haben wir ein Modul. Also wenn du zum Beispiel SPI brauchst, dann wählst es einfach eine SPI-State-Maschine aus. FIFO, First-In, First-Out-Speicher, dann reicht das. Und dann macht der Core, also Herzblatt Core, dann das Ganze wieder. Also, ja. Man kriegt ein Array von Daten in Ruby schlussendlich
und ja, eine FIFO und VHDL und eigentlich können sie machen darin, was sie wollen. Ja, es ist wahr, man kann das Demo-Board benutzen und ja, muss es halt, man hat nicht den ganzen Prozess. Hey, die nächste Frage da drüben von der Seite. Ich habe keine Fragen. Ich habe keine Platinen des Schematischen zu sehen. Werden Sie die veröffentlichen? Im Moment reden wir nur darüber. Wir wissen noch nicht. Also das GUI ist offen. Ja, man kann es benutzen. Und man kann auch die API benutzen, auch die ist offen. Und jetzt kann man ja, halt eine kleine Zeile Code benutzen, um mit der SPI zu reden. Und die nächste Zeile ist dann zum Beispiel Daten herunterladen. Also mit zwei Zeilen Ruby-Code ist das gemacht. Mit den Schemas. Im Moment ist es nicht offene Hardware, aber vielleicht ändern das. Die zweite Frage ist, es ist ein großes Projekt gibt für eine Community, weil sie können wahrscheinlich nicht die ganzen Sachen implementieren. Ja, natürlich. Also das Ziel von Hardsploit ist, eine Datenbank zu erstellen, wie bei Metasploit. Und ja, ihr seht, wir sind nur 5. Und ja, das ist jetzt für die Demo. Aber wir haben ein Problem, weil wenn man ein Experte ist, dann ist es nicht so kompliziert, dieses Target anzuschließen, also dass es alle Leute benutzen können mit zwei Klicks. Aber im richtigen Leben, der nächste Schritt wäre jetzt halt eine Community zu erstellen, aber das reicht nicht, da haben Sie recht. Wir müssen Hardware-Module haben und dafür versuchen wir, die Schemas zu ändern. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Wir brauchen eine Community, um die Komponenten zu teilen, die sie erstellt haben. Also jemand, der nicht weiß, wie man mit einer spezifischen Komponente umgehen muss, der könnte diese Komponente dann online finden, herunterladen, ins Hardsploit laden und ja, kannst dann wäre es einfacher für den. Im Moment ist es eher ein für intern und ja, ihr seid hier, so, also es scheint daran interessiert, also vielleicht können wir das Ganze ändern. Ja, und das Ganze ist halt auch noch immer in Entwicklung und es ist alles noch nicht so ganz sicher, wie es weitergeht. Wir denken, ja, natürlich könnten wir vielleicht das mit euch zusammen machen. Nächste Frage, noch eine Frage aus dem Internet. The Internet has no sound. Yeah, no. Das Internet hat keinen Sound. Ja, okay. Wenn Sie bekannte Limitationen von Hardsploit schon reden, gibt es irgendwelche Komponenten und Protokolle, die noch nie benutzt werden können oder niemals supported werden können? Dass die Grenze ist die 7 Nanosekunden Latenz. Alles, was darüber ist, kann man bearbeiten. Dann ein anderes Problem ist das interne Memory vom Cyclone 2. Es ist etwas kompliziert, die Frage so allgemein zu beantworten, weil ja das Hardsploit ist ein Framework, ein vielseitiges Framework und das Limit ist ja diese 7 Nanosekunden, darunter geht nicht und ja im Moment sind wir nicht limitiert vom FPGA mit den Features, die wir haben, also ja. Nächste Frage von hier vorne. Ja, ich denke, die Zeit, das Größte ist immer noch den
Chip, die Datenblatt zu finden und den Chip zu modifizieren. Das ist wunderbar, eine Plattform dafür zu haben, das zu teilen. Ein Zwischenschritt ist, wie weit seid ihr, wie groß ist eure interne Datenbank, die ihr im Moment jetzt gerade habt, wenn ihr jetzt das jetzt bekommt, veröffentlichen würdet oder verkaufen würdet, ohne diese Plattform zu haben? Also, was wir in der Datenbank schon haben, sind die... Ja. Also, die Komponenten, mit denen wir arbeiten, die sind da drin, denke ich. Wir können, also wir haben Komponenten für jeden Bus und halt ja, Kommandos, wir sammeln Befehle, damit die Leute damit arbeiten können, als Beispielcode quasi. Und ja, ihr könnt natürlich Full Dumps und Exports von Firmware machen, das ist alles vollautomatisch. Ihr müsst einfach sagen, wie groß euer Memory ist, euer Speicher ist. Also wenn ihr 64 Kilobyte Speicher habt und so weiter, dann ist das eigentlich dasselbe wie bei einer anderen Größe. Ihr müsst einfach die Größe ändern. Und die Größe, das steht meistens im Datenblatt, also man muss wenig anpassen. Ja, okay. Es wäre vielleicht eine gute Idee, um etwas erben zu können von Chips, die man bereits hat. Und so. Also man kann eine existierende Komponente als ja, Vorlage benutzen für neue. Ich habe noch zwei weitere Fragen. Ja, bitte. Kann man die Erstellung, das Erkennen von JTAG und seriellen Interfacen zu benutzen, in welchen Punkten des Palettes, die man sich anlöten muss? Ja, für JTAG und SVD sind wir meistens auf dem Board und so weiter. Also ja, es ist wahr, in diesem Beispiel wissen wir, was unsere Zielhardware ist, also darum ist es einfach. Wir wissen, wir müssen SVD benutzen, aber wir haben einfach zwei Leitungen und man muss halt das Datenblatt lesen und finden, wo man die Clock findet vom SVD und so den Pin auf dem Board findet. Und für Hartzploit können wir, also die Frage war ja, wie kann man SVD zur Hardware oder zum Ziel-Hardware verbindet. Und ja, also schlussendlich hat man eine ähnliche Funktionsvielfalt wie bei JTAG. Also wenn wir jetzt annehmen, dass Sie ein Board haben ohne Beschriftung und nichts, wie wird es dann gehen? Könnte es das können? Könnte es das automatisch erkennen? Nein, im Moment kann es das nicht. Ja, sonst funktioniert das halt nicht. Aber ja, es ist ein FPGA und man könnte natürlich einen Algorithmus kreieren im FPGA, der das Brute Force ähnlich herausfinden könnte. Das ist sicher auch einer der nächsten Schritte, die wir implementieren möchten. Autodetektion von, wo ist welcher Pin angeschlossen. Aber es ist eigentlich nicht das ursprüngliche Ziel. Das ursprüngliche Ziel ist das Framework, mit dem man jetzt arbeiten kann. Und wir möchten jetzt alle guten Tools mit diesem Framework zusammenfassen. Vielen Dank für die Fragen. Die Speaker werden vielleicht draußen vor der Tür warten für weitere Fragen, aber ich denke, Sie können Sie nochmal eine große Runde Applaus geben. Vielen Dank für den großartigen Vortrag.